Wie happy war Ihr Sommer bisher? Sehr schön war mein Sommer bisher. Also ich habe sehr viel gearbeitet in Deutschland und ich meine, hier ist das Wetter, finde ich, ein Traum gerade. Also ich mag das, wenn es so warm ist. Ich weiß, wir brauchen den Regen, der ist ja jetzt auch mal ein bisschen gekommen. Aber der Sommer ist ein Traum. Corona, denken wir, könnten wir in den Griff kriegen. Es tobt ein Krieg in der Ukraine. Wie sehen Sie diese ganze Weltlage? Naja, die Weltlage an sich ist natürlich nicht so ein Träumchen wie der Sommer gerade hier in Deutschland. Ehrlich gesagt, da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Von Gasumlage über neue Corona-Regeln bis hin zum Stromknappheit eventuell, Ukraine-Krieg. Also es sind genug Probleme auf der Welt, die man aber sicherlich nicht hier in diesem Rahmen bespricht. Also schon mal auf einer Podiumsdiskussion, und aber jetzt hier heute Abend, glaube ich, eher nicht mehr. Da gibt es da keine Lösung. Ja, wir müssen uns auch gute Gedanken machen und irgendwie positiv nach vorn blicken. Oder wie sehen Sie das? Naja, grundsätzlich ist das immer wichtig. Also nachdenken ist wichtig, sich Gedanken machen ist wichtig. Zu versuchen, etwas zu verändern, auch immer gut. Aber zwischendurch müssen wir auch ein bisschen das Leben feiern. Sie sehen klasse aus. Wie halten Sie sich fit und gesund? Wie starten Sie in die schönen sonnigen Tage? Also grundsätzlich ernähre ich mich vegetarisch. Also bin wirklich dadurch, dass ich das schon seit 10 Jahren mache, sowieso ausgerichtet auf gesundes Essen. Das finde ich, bringt schon mal sehr viel. Und ansonsten mache ich auch viel Sport. Das einzige Laster, das ich noch habe, ist ein bisschen Rauchen. Ein bisschen. Das fällt auch auf. Okay, es gibt Schlimmeres. Der Sommer ist ja auch so ein bisschen da, um nach rechts und links zu schauen. Wie steht's bei Ihnen in Sachen Flirtlaune und Liebe? Da bin ich in jedem Fall keine Expertin. So viel ist mal klar. Sind Sie erst mal raus oder schauen Sie sich schon wieder um? Das geht Sie mal gar nichts an. Wünsche, Träume für die Zukunft. Was haben Sie noch auf der Pfanne? Weltfrieden natürlich. Naja, gesund sein, gesund bleiben und dass das alles mal wieder ein bisschen positiver wird auf der Welt. Schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Ja. Alles Gute, viel Spaß. Danke.